Herzlich willkommen zu Erkis Beta-Tagebuch. Viele ältere Zuschauer von euch werden wahrscheinlich noch wissen, dass ich so etwas in der Art schon einmal gemacht habe, damals für Atlantica Online. Diesmal befinden wir uns in dem Spiel Smite, und zwar in der Closed Beta von Smite. Das Spiel ist ein Multiplayer Online Battle Arena Spiel, also ein MOBA. Genauso wie League of Legends auch. Und ich glaube, diesen Vergleich werde ich auch noch etwas öfter bringen, ja. Weil League of Legends in diesem Genre einfach mal das Maß aller Dinge ist. Es ist das meistgespielteste Spiel weltweit. Und deswegen werde ich da auch ein paar Vergleiche ziehen müssen. Der Unterschied dazu ist, also zu League of Legends zum Beispiel, ist, dass man nicht aus der Vogelperspektive spielt, sondern aus der Third-Person-Perspektive. Aber das sehen wir dann, wenn wir spielen. Entwickler dieses Spiels und auch Publisher sind die Hi-Rez Studios, die unter anderem Global Agenda und Tribes Ascent bzw. Tribes Universe schon an den Start gebracht haben. Beziehungsweise im Fall halt von Tribes Universe bringen sie das Spiel noch an den Start. Und das hier ist quasi das Hauptmenü vom Spiel. Hier habt ihr eure klassischen Einstellungen. Home ist halt da, wo wir uns gerade befinden. Play machen wir gleich. Ich werde gleich mal ein Solo-Game spielen gegen Bots, beziehungsweise gegen einen Bot. Und dann werde ich nachher nochmal ein Multiplayer-Spiel machen. Aber das seht ihr dann in den anderen Videos. Ich werde das diesmal ein bisschen geschickter aufteilen als damals bei Atlantica. Hier kommen wir zu Social. Ja, nichts Neues. Wenn man eine Party machen will, das heißt, wenn man mit Freunden spielen will, macht man halt eine Party. Friends, Friendsliste, Blockliste, kennt man ja aus allen Spielen. Hier sehen wir die, in League of Legends wären es die Champions, hier sehen wir die Gods. Denn, wie man unschwer schon erkennen kann, kämpfen hier Götter gegeneinander und nicht irgendwelche random Heroes. Und, hier hat man zum Beispiel Agni, den Gott des Feuers. Ja, das Spiel ist auf Englisch, ich weiß jetzt nicht, ob es schon irgendwie eine deutsche Lokalisierung gibt. Deswegen spielen wir erstmal auf Englisch. Man sieht, wo dieser Gott herkommt, aus dem Hinduismus. Und hier so Tags wie Ranged Mage, also was, wie die Spielweise dieses Champions, dieses Gottes ist. Und da sieht man hier eine Menge an Göttern. Ich glaube, bis zum Start soll es bis zu 30 Götter geben, wovon 4 noch nicht so wirklich bekannt sind. Und da hat man hier so natürlich Zeus, ne, griechische Mythologie, oder... Auf den wollte ich jetzt nicht, zu Thor oder Odin, ja, nordische Mythologie. Richtig, richtig geil. Man sieht auch hier die verschiedenen Skins, die man sich dann noch dazu holen kann. Also wirklich wie in League of Legends auch. Und ja, hier könnt ihr euch mal die ganzen Götter angucken. Und wie ihr seht, habe ich leider noch nicht wirklich viele freigeschaltet, weil ich habe auch noch gar nicht gespielt, ja. Das heißt, ihr erlebt das Spiel quasi mit mir. Erster Eindruck von mir, wie der ist. Wie ich den an euch weitergebe. Und hier sieht man ein paar Stats. Ja gut, der lädt jetzt die Sachen über die Website. Das ist nicht so interessant. Ja, wenn man sich Stats angucken will. TV kommt irgendwann. Guides, wenn man hier sich Tutorial-Videos angucken will. Hier von Hi-Rez direkt oder über die Website von anderen Seiten. Zum Beispiel hier Smitefire. Sollten einige Leute hier... die Seite, die Oberseite auch für ihre LoL und Dota 2 Guides kennen, gibt es jetzt auch für Smite. Und natürlich der obligatorische Item Store in diesem Free-to-Play-MOBA, der bleibt ja nicht aus. So, und ich würde sagen, da habe ich jetzt mehr oder weniger alle Informationen untergebracht, die ich unterbringen wollte. Und wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann schaut einfach beim nächsten Video vorbei, wo wir dann hier bei Play spielen werden, und zwar in der, ja klar, in der Region Europe auf jeden Fall, werde ich mir so eine kleine Solo-Practice geben. Und danach werden wir vielleicht auch sogar noch richtig ins PvP einsteigen. Hier gibt es auch noch Custom, also es gibt hier jede Menge verschiedene Spielmodi schon mal von Anfang an, das ist ganz cool. Aber da werde ich dann darauf kommen, wenn es soweit ist. Also, wie gesagt, wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann schaut euch das nächste Video an, wo ich Solo-Practice, also alleine üben werde. Also, bis dann!